eher graues Bild von der ehemaligen DDR. Kein Platz für Selbstverwirklichung ist da auch so ein Thema, was man im Kopf hat. Aber die Jugendfarbtupfer des Westens, die gab es tatsächlich auch im Osten. Allerdings, Sven Trösch zeigt Ihnen, dass es im Osten weniger um Mode, mehr um Mut ging. Seid ihr bereit, den Sozialismus gegen jeden imperialistischen Angriff zu verteidigen? So antwortet, ja, das geloben wir. Dem Sozialismus brav und treu ergeben? Fehlanzeige. Punks in der DDR. Unangepasst, unerwünscht und von der Staatsmacht verfolgt. Auch wenn es nicht so aussieht, er war mal einer von ihnen. Holger Roloff, damals genannt Alge. Heute ist er Unternehmensberater. Vor der Wende war er in der Rostocker Punkszene unterwegs. Für mich selbst war das vor allem das Gefühl, einfach zu zeigen, dass man gedanklich und bewusstseinsmäßig nicht angepasst ist an dieses System. Und das nur zu denken hat einfach nicht gereicht. Man wollte das auch zeigen. Und das hat man eben durch die Identifikation mit westlichen Subkulturen wie eben Punk und New Wave gezeigt. Das war für mich richtig, das so Widerstand zu zeigen gegen das DDR-System. Widerstand äußerlich und Widerstand musikalisch. Roloff spielt Bass in mehreren Bands. Auftreten können sie, wenn überhaupt, nur heimlich. Wir haben Texte gehabt, da ging es unter anderem auch um die Umweltverschmutzung in der DDR, aber auch um die Stasi selber. Ja, so die kleben immer mit dem Ohr an die Wand und überwachen alles und so weiter. Das kam halt ganz explizit in unseren Texten vor. Da haben wir kein Blatt vom Mund genommen und deshalb war das unmöglich, das irgendjemandem zu zeigen. Nicht nur die Auftritte sind ein Spiel mit dem Feuer. Roloff produziert illegal Kassetten mit Punkrock. Er verkauft sie nicht nur in der DDR, sondern schickt sie auch in den Westen. An Radio-DJ Paul Baskerville, der beim NDR eine Sendung mit Independent-Musik moderiert. Kaum hatte der angefangen, hier in Hamburg seine Sendung damals zu machen, bin ich schon von einem Freund, der eben auch Punk gehört hat, darauf aufmerksam gemacht worden, dass da sehr interessante Sendungen laufen. Und dann haben wir das regelmäßig eigentlich verfolgt, meist schon mit einer startbereiten Kassette am Rekorder, um dann irgendwie die allerneueste Musik aus dem Westen mitzuschneiden. Und das hat unheimlich dazu beigetragen, dass ich die Szene da überhaupt in Rostock entwickeln konnte. Holger war einfach völlig aus dem Häuschen eigentlich, als er meine Sendung kennengelernt hat. Und ich denke, viele Leute hätten mir gerne geschrieben und sie haben sich das nicht getraut. Und er war eben der Mutige, er hat sich getraut, mir zu schreiben. Das war Russian Doll von Underground Railroad. Dass er Kontakt zu Ostpunks hat, erwähnt Baskerville in seiner Sendung damals nicht, denn er will niemand in der DDR gefährden. Und auch Roloffs Kassetten müssen ungespielt bleiben. Ich hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich diese Kassetten nicht gespielt habe. Wie gesagt, die Aufnahmequalität war so schlecht. Ich glaube, ich wollte das machen und ich durfte das nicht. Weil mein damaliger Chef hat mir das verboten, weil es bestimmte so Mindestkriterien gibt, was die Aufnahmequalität betrifft. Auf der anderen Seite der Mauer sind viele Punks längst im Visier der Stasi. Im Frühjahr 89, ein halbes Jahr vor der Wende, schnappt auch für Holger Roloff die Falle zu. Da bin ich tatsächlich von mehreren Stasi-Leuten abgeholt worden im Studentenwohnheim und bin dann zugeführt worden, wie das damals hieß. Da saß ich plötzlich eine halbe Stunde später mit drei bewaffneten Leuten im Auto und bin von Dresden nach Rostock hochgefahren und dann mehrere Tage verhört worden. Roloff kommt mit einem blauen Auge davon, denn in der DDR stehen Kommunalwahlen an. Die Staatsmacht will sich versöhnlich geben und lässt ihn wieder frei. 22 Jahre danach. Holger Roloff ist dem Punk treu geblieben. Sein Musiklabel betreibt er nebenbei immer noch, mittlerweile ganz legal. Und optisch? Auch da steckt in dem Unternehmensberater immer noch ein Rebell.